Bernd, das letzte Mal, als ihr mit dem letzten Aufgebot gespielt habt, das war in Ravensburg und das habt ihr auch recht erfolgreich gestalten können. Diesmal wieder, sollte das vielleicht zu einem Erfolgsrezept von euch werden? Ja, nee, ich denke, das sollte man nicht überstrapazieren. Es war heute wieder aus der Not geboren und dass es jetzt wieder geklappt hat, das war auch ein bisschen Zufall geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, die, die heute auf dem Platz waren, haben ihre Leistung gebracht. Und im Endeffekt haben wir dann das Spiel auch gewonnen, was ich sehr gut finde, mit einem positiven Aspekt in die Sommerpause zu gehen. Und das ist schon, ja, das ist heute eingetreten. Und ja, ich bin froh, dass die Mannschaft sich so nochmal präsentiert hat und jetzt in der wohlverdiente Urlaub gehen kann. Ein kurzer Rückblick auf die Saison. Ja, ich denke, es war eine sehr ereignisreiche Saison. Wieder eine Achterbahnfahrt, ganz schwach gestartet, dann eine riesige Serie gehabt. Wieder ganz schwach aus der Rückrunde raus. Dann zum Schluss, was drauf ankommt, ist wieder dann eine positive Serie gestartet. Ja, es war alles drin. Trainerwechsel schon nach dem 6. oder 7. Spieltag. Dann Spielabbruch gegen Ravensburg. Also die Runde hat schon viel drin gehabt. Für uns mit diesem sehr positiven Ausklang, da wir jetzt den, glaub, der 10. Platz noch erreicht haben und dann den Abstieg vermeiden konnte und gesichert, frühzeitig gesichert war. Ja, muss man sagen, es hat Höhe und Tiefe gegeben. Am Schluss waren wir zufrieden, so wie es dann doch gelaufen ist. Was kannst du uns über die kommende Saison verraten? Welche Verpflichtungen habt ihr vorgenommen? Ja gut, es ist so, da ja drei Spieler gehen mit dem Christoph Niemeyer, mit dem Ole Schröder und mit dem unserem Torwart, haben wir jetzt 5 Neuzugänge bis jetzt verpflichten können. Das Samir Frank vom KSC, der Philipp Leimerstoll von Sandhausen, Fixel vom CFR Pforzheim. Dann haben wir noch verpflichten können von Hauenstein, Wächtel, wo früher beim KSC U23 war. Ja, und dann denke ich schon, dass wir da auf einem guten Weg sind und eine gute Mannschaft haben. Wir brauchen vielleicht noch einen dritten Torwart, müssen wir noch zu unserem Team dazu bekommen. Und ja, vielleicht noch einen Spieler, aber dann haben wir eigentlich auch schon unser Team zusammen. Und was meinst du, was man mit diesen Verstärkungen dann versuchen wird anzugreifen? Ja gut, durch die Neuzugänge wollen wir ein bisschen Konkurrenzkampf auch ein bisschen hinbekommen. Und ich denke einfach, dass wir dann nächste Runde wollen wir einfach eine ruhigere Saison spielen, dass wir einfach mal vielleicht im gesicherten Mittelfeld uns von Anfang bis Ende durchbewegen und dann mal einfach mal schauen, dass wir vielleicht mal so eine Positivserie ein bisschen weiter ausbauen können. Wie gesagt, mal einfach eine konstante Runde zu spielen. Bernd, dann danke ich dir für das Interview und wünsche euch viel Erfolg und gute Planung. Ja, wünsche ich dir auch. Danke.